Mit dem Pulse Explorer hat PlayStation vor einigen Wochen neues Audiozubehör für die PS5 angekündigt. Alle wichtigen Fakten rund um die In-Ear-Kopfhörer gibt es jetzt im Schnellcheck. Die Sony Pulse Explorer erscheinen am Mittwoch, den 6. Dezember 2023, kosten 219,99 Euro und können bereits jetzt bei verschiedenen Händlern vorbestellt werden. Affiliate-Links gibt's in der Videobeschreibung, falls ihr mich unterstützen wollt. Eine Besonderheit bei den Pulse Explorer ist die neue, verlustfreie und drahtlose PlayStation Link-Technologie mit einer besonders niedrigen Latenz. Laut Sony wird der Sound damit blitzschnell übertragen, ohne dass auch nur ein einziges hörbares Detail verloren geht. Interessant ist, dass ihr dank der dualen Geräte-Konnektivität Sounds gleichzeitig über einen PlayStation Link und Bluetooth-Gerät abspielen könnt, um im Spiel zu bleiben, während ihr Anrufe entgegennehmt oder Musik über ein Mobilgerät hört. Soundtechnisch verfügen die Sony Pulse Explorer über magnetische Planartreiber, die für einen äußerst realistischen Sound sorgen sollen. Es gibt zwei versteckte Mikrofone mit KI-gestützter Geräuschunterdrückung, eine Akkulaufzeit von bis zu 5 Stunden und bis zu 10 weiteren mit dem Ladecase. Außerdem ist die Rede von einer intuitiven Steuerung durch leicht zugängliche Lautstärketasten. Das Design ist an dem der PS5 angelehnt, wobei die Form der In-Ears so ein bisschen geschwungener ist, als es bei den In-Zone Buds der Fall ist. Im Zubehör gibt es zusätzliche 3 Ohrhöreraufsätze. Die Pulse Explorer sind mit dem PlayStation Portal Remote Player kompatibel. Die Verbindung erfolgt über die neue PlayStation Link Technologie, die über den mitgelieferten PS Link USB Adapter realisiert wird. Ihr könnt die In-Ears übrigens auch mit mehreren Link-Adaptern koppeln, wenn ihr zum Beispiel zwischen eurer PS5 und dem PC oder Mac hin und her wechseln wollt. Jeder Link-Adapter kostet euch jeweils 24,99 €. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst sehr gerne einen Like da und in den Kommentaren können wir sehr gerne philosophieren und diskutieren über dieses doch ganz spannende Thema. Ansonsten, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst gerne noch ein Abo da und aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.